Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Sims 4. Georad wegen Metall oder Kristall anrufen. Ja, schauen wir mal. Georad. Wie machen wir das? Georad wegen Probe anrufen. Hoffe ich, war die Stimme nicht zu erotisch. Nicht, dass ich keine Sperre kriege. Du sprichst immer so erotisch. Das geht ja nicht. Aber anscheinend geht das doch schon. Okay. Zumindest telefoniert sie schon mal. Jeps. Wasche neu. Ja, so ist das. Ja. Was war das für ein Zeug? Quarz. Ist ja schon blechern, das Handy, wenn man dazu hört, wa? Ja, Wissenschaftler, aber voll das billige Handy. Kann man da was sehen auf dem Handy? Naja, nicht wirklich. So, was haben wir denn hier? Quarz besteht zum großen Teil aus Sidrolin, weist aber auch einen kleinen Teil von... Was ist denn? Volenton auf. Sehr schön, dass es das macht. Pflanze gießen, Metall analysieren. Gut, Pflanze gießen, da haben wir ja schon eine Ahnung, wo wir das machen können. Das können wir direkt dabei hier machen. Und das ist bewässern. Und da hat sie dann auch nochmal hier so ein Lampensymbol darüber. Das heißt, da könnte sie theoretischerweise nochmal einen Durchbruch bekommen. Und da brauchst du ja noch einen. Einen Durchbruch benötigt sie noch. Von daher nicht verkehrt. Hm? Da ist das Telefon am Tüdeln, wie wir hier hören. Hm? Da ist die nette Dame wieder von der Rezeption. Hm? Okay. So viel dazu. Wo bleibt sie? Kidami, wo bleibst du denn? Aha, sie nimmt den anderen Eingang. Aha. Einmal hier komplett durchs Labor gelatscht. Warum einfach was zur Pflanze hin? Also wärst du wirklich eine gute Wissenschaftlerin, hättest du dich da hingebeamt und eine Menge Zeit gespart. Vielleicht findest du da noch was. Aber na gut, wir wollen mal nicht so kleinlich sein. So, immer ran mit dem Wasser. Und? Was ist los? Spannung steigt. Ja, was denn? Komm, gieß mal schneller da. Also da bin ich eigentlich flotter in the real life. So, das hat passiert. Das heißt, der Metall analysieren. Da kriegen wir doch hin. Das heißt, das hier mal offline. Und, Sammlung analysieren. Und dann gucken wir mal hier hin. Das ist doch Metall, wa? Plasin. Ich würde sagen, dass Plasin vielleicht Metall ist. Utranium. Utranium klingt noch metallischer. Go. Und danach müssen wir noch an der Kaffeemaschine rumfriemeln, ne? Wo ist sie hin? Ah, da. Also die läuft aber auch teilweise so, als hätte sie ewig Zeit. Ja? Aber so viel Zeit hat sie doch gar nicht. Die muss ja ein bisschen hinmachen hier. Ja? Okay, ran an das Analysegerät. Oh Gott. Also manchmal will sie, manchmal nicht, wo mir die Worte bleiben. Okay, Friemel, ab in die Zentrifuge damit, oder beziehungsweise von der Zentrifuge da ruf auf dieses Laserfeld. Und da fliegen dann die Blitze entlang. Ich bin auch übrigens noch einmal überlegen, warum hier immer noch hier der Kaktus drauf ist und warum hier Bleistifte drauf sind und vor allen Dingen, warum der eine Bleistift auf den anderen so raufgelegt wurde. Ob das einen Grund hat, ne? So, sie scheint fertig zu sein. Okay. Schauen wir mal nach. Mit der Kollegin ein paar lauter. Neues Metall gefunden. Okay.
Dann wollen wir mal das Plauderite machen. Das heißt der Roboter plaudern. Ja, nicht mit Roboter plaudern. Du sollst. Wir machen das erstmal hier kennenlernen, das typische Kennenlernprojekt. Das ist immer ganz gut. Gerne Blasch? Beförderung? Cool. Nein. Beleidigen? Nö. Mehr Auswahl, freundlich. Wir loben sie mal. Ein bisschen tratschen. Lustige Geschichte. Was haben wir noch? Über Interessen reden. Okay. Bon, an zu plaudern hier. Mehr Auswahl. Freundlich. Nee. Ah, das hat geklappt. Okay, Ende. Genug Quatsch. So, genug fraternisiert auf der Arbeit. Kollegin, um einen Kristall bitten. Schauen wir mal. Mehr Auswahl. Freundlich. Brillanti mit Idee mitteilen. Arbeitsmoral. Nee, da ist es nicht drin, ne? Kriege ich denn von ihr einen? Um einen Kristall bitten. Na, der geht doch hier. Komm hier, Anna. Und einmal ran an ihr. Hallöchen. Hallo, ich hätte gerne einen Kristall. Darf ich bitte einen Kristall haben? Ich hätte übrigens auch gerne einen Kristall. Okay, haben wir bekommen. Das geht ja heute wieder nochmal mit Kollegen plaudern. 0 von 3. Alter Falter. Arbeit muss sein. Aber so viel Plaudereien. Ne, wir machen die Kaffeemaschine jetzt. Wir machen jetzt die Kaffeemaschine. Wo ist sie hin? Hier oben ist sie. Das heißt, wir gehen einmal hier ran und friemeln mal in der Kaffeemaschine rum. Da ist es immer am Plaudern schon. Es ist ja sehr schön, dass sie da am Plaudern ist, aber... Das bringt mir, glaube ich, nicht viel, wa? Machen wir doch mal Ende. Und hoch geht's. Komm. Mach hinne. Wo bist du hin? Aha. Los, hoch die Treppe mit dir. Dubidubidu. Wir wollen ein bisschen Arbeitsleistung sehen, ah. Wie viel Zeit hast du denn noch? Ah, 2 Stunden, 6 Minuten. Das wird wieder eng werden hier. So, da friemelt sie zumindest eine Festplatte für die Kaffeemaschine rum. Das ist meine Kaffeemaschine? Irgendwas habe ich gerade Kohle bekommen. Ah, sie ist nach Hause gekommen, okay. Ihr habt da ein bisschen Kohle, hä? Okay, das haben wir auch. Kaffeemaschine rumfriemeln. DNA-Probe von einem Sim nehmen. Ja, sehr schön. Eine DNA-Probe. Gucken wir mal. Mehr Auswahl, freundlich, brillante Metall bitten. Ach, ist das alles schön hier. Was haben wir denn hier? Freundlich. Ja, wir lassen es mal Go machen. Gucken wir mal. Freundlich vorstellen. Mehr ist da nicht? Okay. Ach, sie ist noch im Kommunikationsmodus mit ihrem Prinzip. Ja, schauen wir mal, ob Alaneke. Ah, ich kenne sie noch gar nicht. Saskia Heck. Mal gucken, warum sie Heck heißt. Naja, es geht einigermaßen. Ah, so, so. Gut. Ja, sie scheint sich nicht wirklich toll zu fühlen. Wir machen mal erstmal was Freundliches. Wir machen mal ein bisschen Arbeitsmoral loben. Dann machen wir nochmal mehr Auswahl. Freundlich. Was haben wir denn hier nochmal? Kennenlernen. Dann... Irgendwas habe ich gerade erlöst, gemacht. Von Erschwindungsschwärmen. Das haben wir auch. Ärger Luft machen. Nee, Arbeitsmoral. Nach dem Tag fragen. Hallo, geht's noch was hier? Danke. Über Büroaffäre tratschen. Mit Beförderung prahlen. Nee, das passt alles nicht.
freundlich. Halt, was ist los? In einer Stunde, ja, ich weiß. Länger bleiben. Okay, also, es geht weiter, das müssen wir mal sehen. Freundlich DNA-Probe, Metall, Kristall. Wir können ja mal erstmal Kristall bitten. Gucken wir mal. Müsste. Ah, Metall bitten, da haben wir es doch. Warte mal, einmal um Metall bitten. Freundlich. Metall bitten, danke. Ruhana Damse Grinia. Yamul Blorid. Nalfig Upsep. No Freaks Upsep, aha. Sie sagt No Freak Abstinenz oder was? Gut, das haben wir. Das heißt, hier ist die, das Ding geplatzt. Das heißt also, dann werden wir das mal einstellen. Und jetzt bauen wir mal die Antenne-Dingsbums. Das heißt, Gerät erfinden. Und dann machen wir hier mal der Satellitenschüsse. Ich hoffe, dass das die Antenne war, was sich da erhofft wurde. Kicken wir mal nach. Vor allen Dingen, was diese Antenne überhaupt anstellt. Gut. Sie ist hochkonzentriert und dann geht's ja schon los. Und die sieht auch schon mal ja höchst wissenschaftlich aus. So eine typische Antenne, die hier in Berlin überall an der Häuserwände hängt. Da kriegt man solche Sender rein wie RTL, RTL 2, Super RTL, Sat 1, Sat 1 Gold und sowas. Also sehr wichtig und sehr hochwissenschaftlich, ja. Und das Ganze übrigens in HD dann, ja. Natürlich. HD, ja. 720p HD, volles Programm sozusagen, ne? Da kriegt man das. So, da kommen die Teile, die werden erstmal wieder gescannt, was er davon benötigt. Ich hoffe, der kriegt das hier einigermaßen durch. 2 Stunden noch was. Ich krieg ja manchmal eine Krise, wenn ich zugucke, wie langsam der hier macht, aber das sind ja doch insgesamt ganz schön komplexe Maschinchen da, ne? Von daher auch nicht verkehrt. Na los, mach hin. Oh. Komm, mach hinne. Ja, setz das dann mal bitte zusammen. Und jetzt wird gelötet. Oh, jetzt sind schon laut am Löten, wa? Boah. Da kriegt man fast einen Gehörsturz bei der Löterei. Aber ich bin schon froh, dass das mittlerweile mit dem Arbeitsalltag recht gut klappt. Ja? Jo, da sieht man nochmal den Auftrag insgesamt. War ein Sammeltag heute gewesen. Ha? Es ging um die Beschaffung von verschiedenen Materialien. So. Satellitenschüssel erfunden. Kitami hat eine Satellitenschüssel erfunden. Was könnte dort draußen sein? Zieh die Satellitenschüssel vom Erfinderroboter, um es herauszufinden. Das heißt also, wir machen ja mal Inventar auf. Und nehmen die eher mal mit. Wir wollen die ja zu Hause testen. Haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür? Da ist sie. Oh, gut. Und dann kann sie mal hier ein bisschen brainstormen. Ich hoffe mal. Oder rumbasteln. Weil da ist so ein Lämpchen. Das heißt, vielleicht habe ich die Chance, dadurch nochmal einen Durchbruch zu haben. Aha. Da ist der Lämmchen. Das heißt noch 2 Steps und dann hat es einen Durchbruch. Hm. Okay, das hat sie auch durch. Dann kann sie nochmal brainstormen. Aber da kommt kein Lämmchen, wa? Nicht wirklich. Das ist, schade. So, okay, Lämmchen kommt da nicht. 1 Stunde noch was. Irgendwas war da hier auch noch gewesen. Jäten könnte sie noch. Vielleicht kriegt sie beim Jäten jetzt durch einen Durchbruch. Ah, Arbeitsalltag, 1 Stunde noch. Gucken wir nochmal nach, ob das stimmt tatsächlich. Ja. Und während sie jetzt zum Jäten geht und vielleicht gleich einen Durchbruch bekommt, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann. Ja, da ist es gleich. Ja, in der nächsten Folge wieder. Bleibt soweit, ja, gesund, munter und wenn ihr wollt, mögt und könnt, ja, sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, ciao, bye bye und Cheerio.